Shalom Aleichem, wir befinden uns heute in dem Ohel von dem Rebbe und wir werden sprechen heute über ein Thema, das sehr wichtig ist, vielleicht das Allerwichtigste, und sie heißt Ahavat Hashem. Ahavat Hashem bedeutet Liebe zu Hashem. Wir beten jeden Tag und wir sagen: Hashem, du liebst uns ewig, immer. Bitte einige unsere Herz, dich zu lieben, zurück. Ve'yached levoveinu le'ahvo u'le'iru es shmecho. Mach bitte unsere Herz, dich zu lieben und zu fürchten. Und gleich danach sagen wir: Ve'ohavto es Hashem Elokecho, du sollst lieben Hashem, dein Ewiger, dein Gott, bechol levovcho, mit dein ganzes Herz, und bechol nafshecho, auch wenn du bist bereit zu verzichten auf dein Leben, mit deiner ganzen Seele, und bechol meoidecho bedeutet mit deinem ganzen Vermögen, mit deinem ganzen Geld. Alles, was du liebst. Also was liebt ein Mensch? Er liebt sich, er liebt seine Familie, er liebt seine Vermögen. Sagt Hashem, mindestens zweimal am Tag, du sollst dich erinnern, um zu lieben Hashem, dein Gott. 13 Mal in die Tora steht geschrieben, soll man Hashem lieben. Das nennt man Mitzvah Tmidit. Tmidit bedeutet dauerhafte, regelmäßige, permanente, eingravierte. Das ganze Leben muss man Hashem lieben. Steht in Chumash Dvarim, Kapitel 13, Ki menase Hashem. Hashem prüft uns, ladat, zu wissen, Ayeshchem ohavim, ob ihr liebt ihn oder nicht. Der alte Rebbe sagt in Tanja, alle Mitzvot, die wir haben, ohne die zwei Flügel vom Liebe und Ehrfurcht, Ahava und Ira, das ist so wie ein Vogel, der hat keine Fliege und er bleibt wie eine Truthahn auf dem Boden, so wie eine Pute. Aber ein Adler, der hat zwei große Flügel und er fliegt. Hashem prüft Avraham Avinu, ob er ist bereit zu verzichten auf sein einziges Kind Yitzchak. Und deshalb steht geschrieben in Jeschaiau, Kapitel 41, Avraham Ohavi. Avraham, mein Geliebter. Und an dem Moment, wo Hashem schickt Avraham Avinu zu bringen sein Kind Yitzchak zum Akedah, steht geschrieben, Vayachavosh et Chamoro. Avraham war sehr reich. Der hatte doch sehr viele Dieners und Menschen, die konnten es machen. Aber er hat das selbst gemacht. Warum hat Avraham Avinu alles selbst gemacht? Weil wenn jemand etwas liebt, will er nicht, soll jemand anders es machen. Wenn das ist dein ein und einziges Kind, willst du nicht, soll eine Nanny dieses Kind pflegen. Du willst selbst dem Kind lieben. Sagt Rashi, die Liebe macht kaputt die normale Linie. Alle Mitzvot, ihre Tachles, ist Hashem zu lieben. Zum Beispiel, ein Mensch kann legen Tfilin, weil er muss schnell Tfilin legen, 5 Minuten und Shabbat Shalom. Nein, aber wenn einer liebt Hashem, legt er Tfilin lang, Talit lang. In die alten Zeiten, wo die Körper von den Menschen war noch rein und sauber, die Menschen haben stundenlang gesessen mit Talit und Tfilin. Oder zum Beispiel
Birkat Amazon, das Tischgebet. Essen, der Mensch hat gegessen lang. Wenn es kommt zum Tischgebet, beginnt er zu reden, als ob er hat eine Pflicht. Anstatt zu überlegen jedes Wort, also Hashem, jedes Wort, Arachaman, Hashem soll uns speisen mit Ehre. Jedes Wort soll man sagen. Das ist genauso wie ein Mensch kauft zum Schabbat Blumen. Er kann kaufen Blumen, weil er will nicht so seine Frau schimpfen. Aber er ist nicht wirklich überzeugt zu bringen Blumen. Rashi sagt in Sanhedrin, dass die Liebe zu Hashem ist größer von alle Ahavot, alle Liebe, die existieren in dieser Welt. Sagt Rabbeinu Tam, nicht nur die Liebe, sondern dem Genuss und Vergnügen mit Hashem ist größer als alles, mehr als Spazieren, mehr als Essen. Jeden Freitag singen wir ein Gebet von Rabbi Eliezer Azkari aus Tzfat. Und er sagt, Yedid Nefesh Ovorachamon, Hashem ist mein Seelenfreund. Unglaublich, was für eine Mut, sowas zu sagen. Und er sagt, Nafshi Cholat Ahavatecha, meine Neshama ist krank für dich. Was ist krank? Krank bedeutet Fieber, die ganze Zeit. Stellt sich die Frage, wie kann man diese Liebe erwecken? Die Antwort lautet Hitbonenut Hakarat HaTov VeKiyum Mitzvot. Und wir werden das im Kurzen erläutern. Wenn ein Mensch auf jeden Sache, was er tut in seinem Leben, sagt Toda, danke, danke für meine Augen, danke für meine Schuhe, danke, dass Hashem hat mir alles gebracht, was ich brauche. Danke für die Banane, danke für die Birne. Dann durch 100 Mal am Tag, mindestens 100 Mal am Tag, soll man Hashem Bracha machen und bedanken. Oder die Natur von Gott beobachten und sehen, wie groß und schön ist die Welt. Oder Kiyum Mitzvot machen. Geben Zdaka, Spende, zünden Schabbeskerzen, sagen Schma Israel morgen und Abend, Tfilen legen, Mezuzah. Deshalb, wenn ein Mensch schafft in dieser Welt ein Gefühl von Wärme und Liebe zu Hashem, dann macht er das, was die Tora will. Alles, was macht der Mensch mit einem Gefühl von Liebe und mit wenig Verständnis, aber die Hauptsache, es ist rein, es kommt in den Himmel. Es ist bekannt, die Geschichte von dem Rebbe, er hat das erzählt, 15. Tammuz Tovshin Chof, dass in die Synagoge von der Baal Shem Tov war ein Kind, wo seine Eltern haben ihm nicht geschickt, zu lernen Ivre in Cheder oder in Yeshiva. Und deshalb, er ist groß gewachsen, er war ein Analphabet, er konnte nichts von Torah und Mitzvot, aber er war ein jüdisches Kind und er hat ein warmes Herz zu Hashem. Und er sieht, dass Jiden in die Synagoge beten und weinen, aber er wusste nicht, was soll man machen. Dann hat er begonnen zu schreien, Kukuriku, oder so wie man sagt auf Deutsch, Kikiriki. Und geweint. Und der Baal Shem Tov hat gesagt, dass sein Kukuriku, oder wie wir sagen, Kikiriki, kam vom Liebe zu Hashem. Und das hat gebracht, Shana Tova Umevoreche, das hat gebracht, ein gutes, süßes, neues Jahr. Hashem soll uns helfen,
dass wir alles, was wir tun, wir sollen es machen mit Ahava zu Hashem, mit Liebe zu Gott. Und Hashem soll uns helfen, um zu aktivieren die Liebe zu ihm durch seine Güte, große Liebe, soll er uns etwas näher kommen, dass wir ihn wirklich mit der Liebe anfassen können. Shkoyach. Shkoyach.